Okay, wir zeigen mal wieder eine Mengengleichheit, und zwar die folgende. A, oh, falsche Farbe, egal. A geschnitten B ohne C. Das ist das gleiche wie A ohne C geschnitten B ohne C. So. Das Ganze könnte man jetzt beispielsweise einem Venn-Diagramm veranschaulichen. Wir beweisen es mal formal. Das ist eine Mengengleichheit. Zwei Mengen sind dann gleich, genau dann, wenn gilt, für alle x. X ist in der einen Menge. Genau dann, wenn x ist in der anderen Menge. So. Diese beiden Aussagen, die jetzt hier dastehen, sind äquivalent. Wenn wir die zweite bewiesen haben, haben wir damit automatisch auch die erste bewiesen. Denn die zweite Aussage, diese hier, ist ja die Definition für die Mengengleichheit in der Ausprägung, so wie sie dasteht. Okay, das ist eine Allaussage. Wie beweist man eine Allaussage? Eine Allaussage beweist man beispielsweise, indem man sich ein festes, aber beliebiges x herausnimmt. Sei x fest, aber beliebig. Den Beweis dann für dieses feste, aber beliebige x durchführt und anschließend argumentiert, naja gut, das x, das war ja beliebig, ne? Da haben wir uns kein spezielles rausgenommen, sondern irgendeins, also haben wir es für alle gezeigt. Okay. Was müssen wir jetzt zeigen? Wir müssen zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, nämlich diese Aussage und diese Aussage. So, also wir führen einen Äquivalenzbeweis. Ich schreibe mal die eine Aussage hin. X Element A geschnitten B ohne C. Das ist eine Aussage, ne? X Element einer Menge kann wahr oder falsch sein. Also ist das eine Aussage, also kann das auch links neben einem Äquivalenzpfeil stehen. Oder rechts natürlich, ne? So. Und wo wollen wir hin? Das schreiben wir uns mal unten hin. X Element A ohne C geschnitten. B ohne C. So. Hier auf der Seite stehen ja jede Menge Mengenoperationen. Die führen wir jetzt sukzessive über in die jeweiligen Definitionen. Zum einen steht hier eine Menge ohne eine andere Menge. Wie ist das definiert? Also x ist Element A geschnitten B ohne C. Genau dann, wenn x Element A geschnitten B ist und nicht x Element C. X ist Element der einen Menge und nicht Element der anderen Menge. So ist das definiert. Okay. Jetzt wollen wir den Schnitt noch loswerden. X Element A geschnitten B, genau dann, wenn X Element A und X Element B. Wir klammern es mal, weil diese Aussage an sich erstmal eine Aussage war, die zusammengehörig ist, ne? Die wir jetzt überführt haben, wir haben diese Aussage überführt und diese, dann denkt man sich das immer zuerst mal geklammert. Wir könnten es jetzt hier auch weglassen, weil hier zwei Und-Verknüpfungen stehen und das Ganze assoziativ und kommutativ ist. Können wir also beliebig die Und-Teile, die Aussagen, die mit Und verbunden sind, halt beliebig rumarrangieren, wie wir das wollen. Okay, aber wir sind erstmal vorsichtig.
So. Jetzt könnten wir hier jede Menge, ja, jetzt könnten wir zum Beispiel Folgendes machen, ne? Wir könnten jetzt Kommutativgesetz anwenden, wir könnten hier das Kommutativgesetz anwenden, vielleicht erstmal das Assoziativgesetz, wie auch immer. Könnten wir jetzt ziellos mit Trial and Error machen, aber wir können auch zielgerichteter vorgehen. Wir wissen nämlich, wo wir hin müssen. Wir müssen hier unten hin. Und da fällt jetzt beispielsweise auf, dass hier zweimal C drin steht. Jetzt wissen wir nicht genau, wie kommt man von da oben nach da unten. Also, was kann man machen? Man kann rückwärts gehen. Das machen wir mal. Jetzt führen wir hier auch diese Zeile über in eine ohne Mengenoperation, indem wir jeweils immer die Definitionen heranziehen. X ist Element A ohne C geschnitten B ohne C, genau dann, wenn X Element A ohne C ist und X Element B ohne C. Ja, jetzt werden wir noch die letzten Mengenoperationen los. X Element A ohne C, genau dann, wenn X Element A und nicht x Element c. Und diesen Teil hier nehmen wir jetzt. Ja, ich klammer es nochmal. So. X Element b ohne c, genau dann, wenn x Element b und nicht x Element c. So. Jetzt sehen wir ja, vielleicht hilft uns das ein bisschen. Wir haben hier lauter mit und verbundene Aussagen. Also eigentlich könnten wir alle Klammern vergessen. Genauso haben wir hier nur mit und verbundene Aussagen. Unser Problem ist jetzt, wir haben hier unten zweimal nicht x Element c, hier oben aber nur einmal. Kann man sich fragen, ist das überhaupt ein Problem? Ist kein Problem. Jetzt kann man an der Stelle erkennen, dass man ja Folgendes machen kann, ne? Man kann ja folgende Aussage verwenden, dass P und P äquivalent zu P ist. Das ist eine Aussage, die gilt. Das wissen wir. Okay. Wie wenden wir das jetzt an? Wir können ja einfach da hinten mal. Ich schreibe das erstmal hier vorne ab. Es dauert ein bisschen. Moment. So. Okay. Wir können hier hinten jetzt einfach sagen, diese Aussage ist äquivalent zu nicht x Element c und nicht x Element c. Wer sich jetzt wundert, haben wir das jemals gezeigt, diese Aussage hier? Das haben wir mit Wahrheitstafeln gezeigt. Nur kann man mal schnell mit einer Wahrheitstafel zeigen, ob das denn stimmt oder nicht. Aber das haben wir damals gezeigt. Also dieses aussagenlogische Gesetz können wir verwenden. Ja, und können letztlich in einer, wir können letztlich jede Aussage verdoppeln, dadurch, dass wir sie mit unten nochmal hinzufügen. Ja, und wenn man jetzt will, könnte man jetzt ganz fitzelig mit Assoziativgesetz und Kommutativgesetz dieses eine hier reinholen, aber das sieht man ja letztlich auch. Also wir haben ja lauter mit unverbundenen Aussagen. Das heißt, ich kann auch jetzt mit Assoziativgesetz könnte ich erstmal diese beiden Aussagen hier miteinander verbinden, dann mit Kommutativgesetz diese beiden tauschen und mit Assoziativgesetz wieder zurückbinden. Das ist aber jetzt nicht unbedingt notwendig. Man sieht, letztlich sind diese beiden Zeilen hier identisch. Ja, von dieser kommt man ganz einfach zu dieser hier, indem man die mit unverbundenen Aussagen umsortiert. Gut, das heißt, wir sind jetzt von der linken Seite mit Äquivalenzumformung. Letztlich kommt man zur rechten Seite, also sind diese beiden Aussagen äquivalent. Da wir x fest aber beliebig gewählt hatten, gilt die Äquivalenz sogar für alle x und da diese Aussage gilt, gilt auch diese Aussage, denn diese beiden Aussagen sind gemäß der Definition der Mengengleichheit äquivalent.